Ja, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief. Und befolgt durch die Türlatsche, gucke ich mir doch mal erstmal die Tür da nochmal an. Weil hier war auf jeden Fall noch eine Wache drin. Der Baron sah uns nicht kommen. Von daher gucke ich mir doch mal lieber nochmal hier oben. Vielleicht ist ja da die Sache etwas einfacher. Ich werde krank, das spüre ich. So viel dazu. Egal, ich nehme jetzt den Weg. Oh. Vielleicht doch nicht. Irgendwas stimmt nicht. Ich probiert mal. Ha, Schloss knacken. Mach die Hütte jetzt einfach auf. Zumachen. Mach zu. Boah. So, die Frage ist jetzt, was haben wir jetzt? Haben wir jetzt überhaupt irgendwas erreicht? Das ist ein Seil. Ich habe so die dumpfe Vermutung. Also hier runter ist glaube ich nicht gut. Wo müssen wir überhaupt hin? Da. Ich muss es mal probieren, sagen wir mal so. Ich werde hier einfach mal. Ah, da war auch noch eine Tür. Ah, ich kann hier einfach runter. Oh, so. Das weiß ich doch nicht. So, da müssen wir rein. Wo geht's denn da hin? Oh, ja, alles voller Wachen, alter Schwede. Was ist mit den Leitungsbrüchen passiert? Könnte natürlich da auch was runterschmeißen, war bestimmt. Dass denen genau auf den Schädel fällt. Aber ich denke mal, wir kommen auch durch den Keller oder was das hier ist. Wir müssen mal schnell die Wache abwarten hier. Genau die. Und dann jump ich da mal runter und dann gucken wir mal, ob wir da durchkommen. Oh, schwer zu sagen. So. Einer meiner Zähne wackelt. Wie viele Wachen gibt's denn hier? Wo jetzt hier hin? Kein Plan. Gibt es erstmal noch ein paar Sachen einzusammeln? Ist hier wahrscheinlich der absolute Außenweg, also der günstigste Weg in dem Fall. So. Keine Ahnung. Aha.
Wir sind jetzt wirklich außen lang gegangen. Ich mach mal hier lieber zu. Und mach hier schnell auf. Wie jetzt? Was? Na klasse, da hinten ist der... Ja. Ja, warum auch... Was kommt als nächstes? Kuckuck. Ganz schnell. So. Mein Gott. Wie viele Türen ich hier schon in dem Spiel aufgemacht habe. Möchte ich gar nicht wissen. Sieht gut aus. Sollte passen. Hier keine Wache drin. Sie sind jetzt in der Kapelle. Dieser Kerl in Schwarz. Es ist, als wünschte er sich den Tod. Oder er fürchtet ihn nicht. Nee, das macht mal alleine, Jungs. Ich bin froh, dass ich hier durch bin. Gibt sicherlich ein Sammlerstück, aber. Man muss es ja nicht unbedingt provozieren, ne? So, wir sind gleich da. Ich bin nicht hier, um jemanden zu töten. Warum setzt ihr die Verfolgung fort, Garrett? Ihr wollt die Urkraft für euch selbst. Die Energie ist mir egal. Ich will das Mädchen. Gebt mir den Stein. Dann salbe ich euch, damit ihr die Urkraft spüren könnt. Es ist wunderbar, Garrett. Ihr rettet niemanden vor der Schwermut, Orion. Ihr macht alle zum Monstern. Gerade ihr solltet es verstehen, Garrett. Verraten von meinem eigenen Blut. Er sperrte mich weg und zerstörte mein Leben wie unser Vater. Mein Bruder hat diese Macht nicht verdient. Die Menschen sehen zu mir auf. Alte Männer, verbittert und gierig, kämpfen um die Macht wie Hunde um Knochen. Ich bin kein Spielball. Niemand stößt mich mehr herum. Ich habe jetzt die Urkraft. Und du? Ich dachte, ich könnte dir trauen. Und selbst du willst meine Macht. Aus anderen Gründen, Aaron. Nein, die Macht tötet dich. Oh, jetzt interessiert's dich. Hat es immer. Ich glaube dir nicht. Ich glaube dir nicht! Oh mein Gott. Ich glaube, jetzt geht hier die Party ab. Ich bin dir bis hierher gefolgt. Wenn ich die Urkraft nicht aus dir rauskriege, war alles umsonst. So, und wir haben mitgekriegt, Orion ist unser Bruder gewesen. Hä? Was ist denn hier mit dem Buch? Ist das real oder die Urkraft? Kann ich denn den nehmen? Hm. Wo jetzt dahin? Okay. So, wir sollen Erins Spur folgen. Wachen werden hier keine mehr sein, wa? Oh Mann.
krasse Sache. Ist hier noch irgendwas umsonst? Wer ist er denn? Der steht irgendwie... Hallo? Tag, die Damen. Okay, die sind hier irgendwie alle so eingefroren. Ich hoffe, die bleiben auch eingefroren. Und hier kommen wir nicht weiter. Okay, man kommt noch nicht an die Dinger vorbei. Ja, kann nicht mehr passieren, mal können wir ja die Türen aufmachen. Hehe. Na Jungs, alles fit? So, die wachen nicht wieder auf. Dann ist mir das egal. Da ist er. Okay. Versuch dich Aaron zu nähern. Lass dich nicht von Aaron entdecken. Moment mal. Moment mal. So. Ich soll mich nicht... Wo ist denn die? Kommen da durch? Wird doch ja nicht mehr angezeigt hier. Moment mal. Ja, vier Möglichkeiten haben wir hier nicht. Versuch es mal von hier. Ja, wo sollen die sein? Habe ich schon wieder was übersehen? Ach, wahrscheinlich da, wo es hell ist, wa? Aaron, Schatzi, wo bist denn du? Okay, das ist auf jeden Fall erstmal von hinten. Right. Ich kann auch anschleichen, ist kein Thema. Guck, guck. Bitte was? Need Feuerpfeile. Die halten mal eine Menge aus. Explosionsfeile sind definitiv die bessere Wahl. Du Scheiße. Jetzt noch so eine Typen hier. Definitiv die bessere Wahl. Wie muss ich hier hoch? Ich hab keine Ahnung. Ich muss abspeichern. Ach, ist so. Ja. Ist so. Geht nicht. Jetzt speichern? Immer noch nicht. Da ist er. Stiehl die Urkraft von Aaron. Kann ich jetzt speichern? Oh Gott sei Dank. So. Wie will ich denn? Gehen wir da jetzt einfach ran? Okay. Ein letztes Geheimnis
Ja? Erzähl. Oh oh. Oh Scheiße. Guck, die ist jetzt dann schon angekackt. Ich muss hier weg. Ach du Scheiße. Komm raus, Garrett. Nö. Bin schon weg. Aua. So, jetzt müssen wir erstmal. Da hinten ist doch die U-Kraft, oder? Da hinten leuchtet was. Oh oh. Es gibt keinen Kopf. Nee? Hallo, die war doch eben hier. Es gibt keinen Kopf. Ich weiß nicht, Aaron, aber du bist mir ein bisschen sehr angepisst, muss ich sagen. Das fick mich nicht. Oh, jetzt ist sie hier oben. Was macht denn hier oben? So, da drüben ist auch noch eine. Es sind ja mehrere. Aha, es sind ja mehrere. Aber nur eine, die schießt. Wie komme ich jetzt da ran? Und wo ist der dritte? Kann ich speichern? Natürlich nicht. Also die Frage ist, wie komme ich da oben ran? Die macht ja jetzt erstmal hier keine großartigen wilden Sachen, wa? Also ich muss da hin. Ich muss da runter. Also ich muss auf jeden Fall hier runter. Weiß ich noch nicht. So genau weiß ich das noch nicht. Komm, ich muss hier hoch. Lass mich raus. Oh, Scheiße. Wie unfreundlich. Aber die Idee war nicht schlecht, wa? Vielleicht muss ich einfach hier schon mal hochspringen. Da ist er. Zack. Und der nächste. Ich muss auf meine Energie achten. Nein! Ah, schafft man nicht. Boah, krasse Sache. Krasse Sache. So, aber die Idee war gut. Die Idee ist scheiße. Ich muss hier hoch. Muss da rüber. Das Ding nehmen und dann muss ich mir erstmal verstecken. So. Energie aufladen. Und Jumping. Action. Hoch da. Und verstecken. Komm schon raus. Energie aufladen, Feuer. Springen. Nimm. Was jetzt wollte ich bloß hier runterspringen. Nee. Ich töte mich alleine. Verdammte Scheiße. Aber die Idee ist. Es hapert jetzt nur noch an der, an der Ausführung. Gerade sagen, ich bin nämlich relativ safe hinter diesen Säulen. Komm schon raus. Ich habe jetzt keine Nahrung mehr, das ist das Problem. So, die muss wahrscheinlich erstmal ein bisschen aufladen. Einpacken. Oh oh. Oh Scheiße, das war die letzte Möglichkeit. Lauf! Nein! Verdammte Scheiße! Oh Mann! Da kann man durchfallen, das wusste ich nicht. So.
Ich warte jetzt einfach mal die Aufladung ab. Denkst du, dein Steinchen kann dich... Der runterfallen. Das ist doof. Pack ein. Alter. Jetzt wird's aber albern. Verdammt. Ich bin doch viel zu hektisch. Ich merke das schon. Ich bin voll aufgeregt. Pack ein. So, hier hinter verstecken. Nicht runterfallen. Das wird ein Kampf, wa? Das wird ein Krampf, wird das. So. Was hast du vor, mich erneut zu töten? Drück Schnee relativ safe. Ich muss da irgendwie unten runter, ohne wieder zwischenzufallen. Wo sind die jetzt? Da muss ich hin. Warum ist denn das so ruhig auf einmal? Guten Tag. Lass mich mal durch, blöde Schnepfe. Komm schon raus. Alter! Wie komme ich an den letzten Stein ran? Komm raus, Garrett. Denkst du, dein Steinchen kann so. Bisschen Konzentration jetzt hier. So. Was hast du vor? Mich erneut. Ich renne hier einfach ein bisschen weiter. Lass mich mal durch, blöde Schnepfe. Oh oh. Jetzt sind wir wieder am Anfang, wa? Wo ist denn jetzt das andere? Alter, die trifft mich ja von überall. Wo ist denn jetzt der dritte Stein? Jetzt hab ich den aus den Augen verloren, oder was ist jetzt hier? Oha. Spring mal runter da. Ah, ich bin tot. Das schnackel ich jetzt gerade nicht so wirklich. Also die sind ja hier relativ klar. Ich muss hier hoch. Dann warten wir mal einen Moment. Ich krieg dich. Dann jumpen wir darüber. Holen uns den. So, dann liegt hier hinter dem Ding. Denkst du, dein Steinchen kann dich... Und dann geht es weiter hier. Ah, hat die mich noch mal getroffen oder was? Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Eigentlich ist es doch ganz einfach. Ich muss ja bloß auch... Ich muss ja eigentlich bloß da runter, aber... Kämpfe. Lass mich in Ruhe. Ich sehe hier vor allen Dingen nichts, das ist das Problem. Ich muss da runter, das... Oh.
Aber ich bin noch nicht runter. Doch jetzt so. Nimm den Stein. So, und jetzt? So. Okay, das hätten wir irgendwie geschafft. Und wir müssen, glaube ich, zu Aaron. Kann ich hier speichern? Kann ich nicht. Jetzt muss ich nicht runterfallen. Ja. Ich hab genug. Krieg es hinter dich. Ja, liebe Freunde, ich würde ja mal sagen, wir haben Thief abgeschlossen. Ein sehr, sehr merkwürdiges Ende, muss ich sagen. Also er hat sich das Buch geschnappt und dann hat er Kraft gehabt, also die Urkraft. So würde ich das jetzt einfach mal interpretieren. Und hat dadurch, also er hat sich im Prinzip entschieden, ne? Er wollte die Urkraft haben und nicht Aaron. Und dann hat er die Kralle Aaron hinterher geschmissen. So, das hat aber nicht geholfen. Also wachte er wieder auf und die Kralle hing oben am Holz. Was heißt denn das jetzt? Hat er jetzt die Kralle nicht geschmissen oder hat Aaron die wieder hochgefeuert? Das sind jetzt so die Fragen, die sich mir jetzt zum Ende des Let's Plays stellen. Keine Ahnung. Ich würde das jetzt so interpretieren, dass er sich im Prinzip, ja, für seinen Job entschieden hat und nicht für Aaron. Aber so richtig wäre ich nicht schlau daraus bis zum Ende. Aber okay, das muss man ja nicht immer, war bei dem Spiel. Gab ja schon mehrere Spiele, wo man nicht so genau wusste, was das für ein Ende sein soll. Okay, kommen wir zum abschließenden Resümee. Ich fand das Spiel geil. Viele haben ja auch in den Reviews gesagt, oh, langweilig, bla bla bla. Ich fand's richtig gut. Fangen wir an mit der Grafik. Grafik fand ich gut. Nicht die neueste Engine, muss man dazu sagen. Aber ich fand's von der... Grafik ist ja auch immer ein Teil von Stimmung, Umgebung und Feeling. Und daher fand ich es sehr passend, sag ich jetzt mal. Sound war super. Die Synchro war leider des Öfteren nicht synchron. Zumindest die deutsche. Ihr habt ja deutsche Stimmen gehört. Also da hätte man ein bisschen besser arbeiten können. Vom Gameplay her fand ich es ganz gut. Ein paar Stellen gab es zwar immer, die ein bisschen buggy waren, aber so fand ich es jetzt nicht umgesetzt mit diesem Sliden und so konnte man schon viel aus dem Weg gehen, sage ich jetzt mal.
Von der Spiellänge her auf jeden Fall optimal, wobei man sagen muss, dass die Spiellänge eigentlich auch nur dadurch gepusht wurde, sag ich mal, dadurch, dass man viele Nebenaufträge hatte. Ich meine, Besso 16 Aufträge, Hector haben wir jetzt sogar noch einen Auftrag über. Da könnte man in die Kommentare schreiben, ob ihr den noch sehen wollt, den letzten. Dadurch wurde das Spiel ziemlich in die Länge gezogen, sag ich jetzt mal. So wie von der Spiellänge her fand ich es ideal. Nicht allzu lang, aber auch nicht allzu kurz. Aber es wurde halt viel Spiellänge dadurch produziert, dadurch, dass man viele Aufträge hatte. Die nicht unbedingt, die waren nicht langweilig oder so, aber rein von der Story her war es ja, schon ein bisschen kurz, sag ich jetzt mal. Aber alles noch im Rahmen, finde ich. Ja, mehr kann ich zu dem Spiel eigentlich nicht sagen. Wie gesagt, mir hat es sehr gefallen. Und irgendjemand labert hier noch in meine Abschlusskommentare drin. Das kann ich ja nur einleiten. Ja, gut, okay. Dann bedanke ich mich bei allen meinen Zuschauern, die zugeschaut haben hier bei Thief. Und auch für diejenigen, die den einen oder anderen Kommentar unter die Videos geklatscht haben. Vielen Dank dafür. Und ja, ich verabschiede mich. Lasse natürlich die Credits wieder durchlaufen. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Und ob es von Thief einen zweiten Teil gibt, ich wage das einfach mal zu bezweifeln. Aber okay, wir werden sehen. Gut, haut drin und bis denn, euer Sainty LP. Come on, let's go down there, this will be fun. No, we're done here. Job's over. What? Are you joking? Something's not right. It's too dangerous. And you're not ready yet. You know, I'm not a kid anymore. I can do this. I'm going down there with or without you. Not without this, you know.
I'm guessing that's what we're after. The Primal Stone. Robes. Robes are always a bad sign. Brothers Cornelius, Aldous, present the keys. This burn Northwest. We are gathered here to usher this city into a new age. One of progress and industrial enlightenment. Let us begin our bright new future. Let us begin the channeling of the primal. Let's go down there. This will be fun. No. We're done here. Job's over. What? Are you joking? Something's not right. It's too dangerous. And you're not ready yet. You know, I'm not a kid anymore. I can do this. I'm going down there with or without you. Not without this, you know. Don't move.